So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Scheiße. Daylight. Unter den ganz vielen Projekten, wo ich bis jetzt gefunden habe, also momentan Let's Play, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich überhaupt spiele. Weil einfach alles so dermaßen viel wird mit der Zeit, aber ich werde nicht weniger. Z.H. Alle Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzhalters im Archiv vertraut, Verwaltung. Werde ich mir merken. Ja, ich habe eine Leuchtfackel noch gefunden. Das letzte Mal. Weil nämlich, ich musste das Spiel leider nochmal von vorne beginnen, weil es beim Ladevorgang irgendwie ein paar Probleme gab. Deswegen habe ich jetzt etwas mehr in meinem Inventar. Alle Mitarbeiter, wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben und es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag. Wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Kranke Scheiße. Diese Gegenstände sind keine Turnausrüstung, ja, das weiß man. Das Klettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Verwaltung. Ja, das hätte mich aber auch gewundert. Hoppla, was ist denn das? Scheint nicht zu funktionieren. Irgendwie scheint bei mir die Auflösung extrem hochgeschaltet zu sein, aber seltsamerweise, was? Zur Hölle? Graphic Options. Ist die Auflösung trotzdem 1920 zu 1080 oder so? Irgendwie scheint mir das etwas arg groß. Vor allem die Framerate ist ziemlich groß. Ah, sei es drum. Leute, habt ihr das gesehen? Ist was umhergeschlichen? Miss Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und in ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Okay. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Miss Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist einem anderen verstörend ähnlich. Ja, das... Oh mein Gott! Oh Gott! Erschreck mich doch nicht so! Vibe. Das Mid Islands Hospital war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war. Von Pockenbehandlungen in den 1850ern bis zu dessen Leistungen im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung von New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu eröffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Seltsame Art, irgendwem zu helfen, aber mir gefällt's. Da hinten ist es rumgedackelt.
Da hinten, ich hab's gesehen, ich hab's deutlich gesehen, so was Rotes war das. Was uns da erschreckt hat. Was ist denn das? Schon wieder. Bewohner von Kipling werden beschuldigt für Verbrechen. 16-jähriges Mädchen durfte leben, gesteht Schuld, wird zur gehängt. Böse Inhouse eröffnet um Mi. Ausbreitung der Krankheit. Seltsame Notiz. Seltsame Notiz, ja. Extrem seltsam. Feuer! Feuer! Nein, bitte nicht! Bitte kein Feuer! Ja! Oh Gott! Ja, komm raus! Wer funkt uns da eigentlich? Seid an! Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, oh, Sherlock Holmes lässt grüßen, dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, dass der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Das erinnert mich an den einen Part in Dead Space, den ich schon hochgeladen habe. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhig gestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Wer ist denn das eigentlich, der uns da anfunkt? Bin ich gerade eben zusammengezogen bei dem Feuer, hey. Schon wieder was. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Daya weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendetwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. Patrice! Moin, Patrice. Du kannst auf Objekte klettern. Auf Space. Ach, Spatze kann ich jetzt halt auch machen. Okay. Das finde ich aber nett. Von den Spieleentwicklern. Hä? Was? Was bringt's mir? Kissen mit Seilen bewegt werden können. Hä? Ist das ein Seil? Nee. Ist kein Seil. Kann ich da hoch? Wahrscheinlich nicht hochzukommen. Okay, Leute. Seltsame Art. Aber ich muss da rum. Ach so, Kisten mit Seilen. Oh Gott, bin ich blöde. Ah, nee, oder? Doch. Klack. So, wie mache ich jetzt? Okay. Gut. Oh. Komm schon. Okay, ich muss schieben. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe mich gerade selbst eingesperrt. So, jetzt. Also nur Kisten mit Seilen können bewegt werden. Und Kisten mit nichts kann nichts machen. Auch eine logische Schlussfolgerung, oder? Was denn das? Sicherungskasten. Zack.
Aber wir können nicht auf alles klettern. Seltsame Sache. Komm ich da durch? Ah ja, komm ich da durch. Logo. Logo, habe ich gesagt. Hey, ich mag da, hoch. Achso, da, geht's gar nicht. Ja, okay. Jetzt wird's interessant. Komm. Zack, zack, zack. So. Ja, loslassen. Bitte. Loslassen. Und jetzt sagt's, bitte da hoch. Ja, mit. Nee, hey, wir werden ja noch richtig genial. Was soll er da machen? Komm. Komm. Ich hab mich heute mit meiner Nase. Ich kratze die ganze Zeit an meiner Nase. Das Schlimme ist, ihr seht's auch noch. Ist der weibliche Geist, der uns da ständig besucht, unser Freund oder Feind? Der Freund oder der Feind? Und nichts von beiden. Okay, wo geht's jetzt lang? Wo geht's jetzt lang? Wo geht's jetzt lang? Und diese Streicher und Kisten und alles, das regt mich jetzt schon wieder auf. Was? Hoppla, da liegt ja was, oder? Nee, da geht nicht. Ah, jetzt geht's. Hey ho! Türe, Türe, öffne dich. Jetzt laufe ich da den Seitengang entlang, wie ihr hier sehen könnt. Reinzoomen, reinzoomen, reinzoomen und rauszoomen und rauszoomen, rauszoomen, so. Ich kann rein- und auszoomen. Ich kann es auch mit meinem Spieldaten werden gespeichert. Oh, das ist immer gut. Das ist immer gut, Leute. Das ist wirklich immer gut. Hilft also egal, wie weit man gekommen ist. Es wird immer gespeichert. Das ist so toll. Das bei Amnesia, das war wirklich einzigartig. Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt, dass man einfach das Spiel... Ah, ich muss wieder Relikte finden. Sehr gut. Dass man einfach das Spiel beenden kann, wann man will, und dann spielt man da wieder weiter. Das war vielleicht eine geniale Sache. Ich habe wieder eine Fackel gefunden. Wer fährt denn da mit dem Zug? Wer fährt da einer mit dem Zug, oder? Tür. Feueralarm. Was kennt man doch? So. Wieder ein Teddy. Gibt's da Teddy? Sollen wir über einen Teddy fallen? Hm. Und dann gibt's keinen Teddy. Warum gibt's keinen Teddy in dem Raum? Aber da war doch ursprünglich mal ein Teddy drin. In so einem ähnlichen zumindest. Dann geht's auch da lang. Barely see.